Hallo, schön, dass ihr heute wieder da seid. Heute ist, glaube ich, schon das 16. Mal, dass wir diese Stunde machen. Ja, schön, dass ihr gestern auch, also viele von euch dabei waren bei der Volkshilfe-Special. Ich freue mich auch schon, dass wir für Freitag schon den nächsten Gast wieder haben. Das ist der Marco Blaschetta von die österreichische Band Coffee Shop Company. Da könnt ihr euch auch schon anmelden. Und nächste Woche haben wir wieder zwei Gäste. Das werden der Onklu, den kennt ihr vielleicht auch vom Radio, und der James Hershey kommt dann auch. Und für die Woche darauf haben wir auch schon wieder Gäste, aber das werde ich dann bald noch ankündigen. Ja, heute geht es weiter mit einem Song von die österreichische Band Wanda. Und ich poste die, also die Noten mal wieder im Chat. Ja, wie immer, falls ihr Fragen habt, könnt ihr das gerne reinschreiben. Und für diejenigen, die gestern auch da waren, was der Paul gemacht hat mit, dass wir ein Eins reinschreiben im Chat, wenn es passt, und zwei, wenn es nicht passt, das habe ich eigentlich eine gute Idee gefunden. Also das können wir gerne heute auch machen. Ja, ich werde noch kurz das Lied anspielen, damit ihr eine Idee habt, wie das dann später klingt. Ja, das ist das erste Teil vom Song. Ja, ich hoffe, ihr habt alle die Noten da ausgedruckt oder im zweiten Tab offen, dass ihr wechseln könnt. Falls ich das einblenden sollte, könnt ihr das gerne auch reinschreiben. Ja, es gibt eigentlich, wie ihr vielleicht gesehen habt, auf der zweiten Seite gibt es fünf Akkorden im ganzen Lied. Und das sind das G, das H7, E-Moll, C und D. Und wir können vielleicht gleich mit G anfangen. Und ich glaube, gestern hat auch jemand gefragt, da bin ich dann nicht darauf eingegangen, wegen dem G, weil da gibt es zwei Varianten. Und ich dachte, vielleicht ist es gut, wenn wir da heute uns das mal anschauen. Also grundsätzlich gibt es das G, wo also der Zeigefinger ist immer im zweiten Bund auf der A-Seite, der fünften Seite. Mittelfinger immer im dritten Bund auf der tiefe E-Seite. Und da gibt es die eine Variante, wo der Ringfinger ganz unten ist auf der E-Seite. Dann klingt das G so, oder das kann man auch mit dem kleinen Finger machen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass man den Ringfinger noch auf der H-Seite dazu gibt. Und weil das ist was Theoretisches am Klavier, wenn man ein G-Dur spielt, dann verwendet man drei Finger. Dann hat man nämlich die Note G, H und D. Und wenn man die einzelnen Noten vom D-Akkord sich anschaut, dann haben wir hier die Note G, H und D. Und das ist eigentlich schon ein G-Dur. Aber da wir sechs Saiten auf der Gitarre haben, doppeln wir verschiedene Noten. Also dann haben wir hier wieder, also wir haben G, H, D, da kommt wieder G. Und dann entweder H und dann haben wir hier wieder G, oder? G, D, G. Also wir doppeln entweder H oder D. Und dann ist es Geschmackssache, ob man jetzt das G so spielt oder so. Aber oft klingt das mit zwei Fingern da unten schöner. Es ist halt schwieriger zu greifen, deswegen habe ich manchmal auch das mit einem Finger nur notiert. Für heute habe ich es mit zwei notiert, aber das könnt ihr eben, wie gesagt, auswählen.
So, das ist der erste Griff. Und dann kommt das H7. Ich glaube, das haben wir bis jetzt vielleicht einmal gehabt oder noch nicht. Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber der schaut so aus. Der ist immer ein bisschen schwieriger zu greifen am Anfang. So, da kommt der Mittelfinger im zweiten Bund auf der A-Seite, der Zeigefinger im ersten Bund auf der D-Seite, der Ringfinger im zweiten Bund auf der G-Seite und der kleine Finger im zweiten Bund auf der ersten Seite, auf der E-Seite. Das spielen wir die E-Seite nicht. Also wir haben G, dann das H. Und wenn man das G jetzt mit zwei Fingern spielt, dann ist es auch leichter zu wechseln auf das H. Dann kommt das E-Moll. Da, das ist jetzt leicht zum Wechseln, weil man kann den Zeigefinger und den kleinen Finger weggeben und den Ringfinger eins rauf. Dann haben wir das E-Moll. Also von H7 auf E-Moll. Da haben wir im zweiten Bund auf der fünfte und vierte Seite A und D-Seite. Und dann kommt das C. Und das kennen wir schon vom letzten Mal. Erster Finger auf der zweiten Seite. Zweiter Finger auf der vierten Seite im zweiten Bund. Und dritter Finger im dritten Bund auf der A-Seite. Also wir haben dann G, 2, 3 und H7. Und das E mal. Und dann kommt das C. Und vielleicht probieren wir es nochmal. 3, 4 und G. 3, H7. Letztes Mal. H7. E-Moll. Und C. Und wieder das G. Noch einmal. Und H7. E-Moll. Und C. Okay, ich sehe das gerade noch ein paar neue Teilnehmer dazugekommen sind. Wir spielen von Banda Bologna und die Noten könnt ihr im Chat, also den Link finden. Wir haben jetzt die erste Zeile eigentlich bis jetzt durchgespielt, wo schon fast alle Akkorden vorkommen. Also G, H7, E-Moll und C. Und dann kommen wir auch schon zu Strophe und das ist eigentlich leichter, weil da wechselt es immer nur zwischen E-Moll und H7. Das ist H7. Das können wir jetzt mal vielleicht viermal hintereinander versuchen. E-Moll und H7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 und H7. 2, 3, 4 und E-Moll. 2, 3, 4 und H7. 2, 3, 4. Ja, also das ist die Strophe und wie ihr seht, gibt es da danach, also auf der Website, ich sehe, da gibt es eine Frage noch wegen den Noten, da gibt es den Punkt Unterrichtsmaterialien und wenn man da drauf geht, dann öffnet sich das PDF. Also da haben wir E-Moll H7 und das zeige ich euch jetzt mal. Ich blende das kurz ein, damit ihr das auch versteht. Weil das ist, ich weiß nicht, ob wir das bis jetzt schon gehabt haben. Also wir haben hier haben wir die Strophe, da haben wir das E-Moll und H7 und dann ist hier das Prozentzeichen mit 2. Darüber und das heißt eigentlich das gleiche als die zwei Takte vorher. Also hier spielen wir E-Moll, H7 und dann kommt wieder E-Moll, H7. Dann haben wir die Wiederholung. Also kommt das insgesamt E-Moll, H7 kommt viermal eigentlich. Und dann kommt noch ein Takt H7 danach und dann kommt der Refrain. Und der Refrain ist eigentlich fast gleich wie das Intro, also die ersten vier Takte sind genau gleich wie das Intro, was wir vorher gemacht haben. Und dann haben wir noch E-Moll H7, also dann ist es hier, ist der Unterschied, da spielt man nicht das G am Anfang, aber das E-Moll.
Und dann haben wir hier einen Stop auf der 1. Das heißt jetzt, man spielt den Viertel runter und dann hat man hier eine Viertelpause und eine halbe Pause. Das heißt, der Takt würde so klingen. 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. Da kommt hier so ein ganz kurzes Instrumental-Zwischenspiel, also da in der Zeile darunter. Also das ist dann einmal mit dem Rhythmus, was wir gleich noch machen. Und dann kommt da das H7, wo man... Aber da kommen wir gleich dazu. Okay, wenn wir jetzt schon das Sheet offen haben, würde ich sagen, besprechen wir das kurz durch. Also bis hier ist es, falls es unklar ist, könnt ihr das gerne sagen. Sonst, also hier geht es wieder mit dem bekannten Dalsenio. Das heißt, wir gehen zum Senio-Zeichen und spielen hier die Strophe noch einmal. Und es steht hier auch schon das To-Coda. Das heißt, wir gehen von dort hier zum Coda-Zeichen. Und das, da kommt wieder ein Refrain, aber der Refrain ist, dass die erste Zeile ist gleich, nur die zweite Zeile endet dann mit dem H7 und nicht mit dem C, so wie beim ersten Refrain. Dann haben wir die Bridge, das ist eigentlich ganz klar, das wird wiederholt. Dann haben wir einen Takt D und einen Takt H7. Und dann spielen wir hier weiter. Einmal, also das Solo kommt hier, dann kommt das H7, hier zwei Takte. Und dann haben wir hier das Senio al Coda 2. Das haben wir, glaube ich, bis jetzt nicht gehabt. Also man kann öfters das Senio haben. Also hier geht man wieder zu Bridge. Da kommt nochmal die Bridge. Und dann steht hier unten zu Coda 2. Das heißt, wir überspringen jetzt das Solo und machen da weiter. Und spielen hier dann viermal und das dann zum Schluss. Aber das hört man auch eigentlich, wenn man das mit der Aufnahme mitspielt. Ja, falls es da Fragen gibt, könnt ihr das gerne natürlich im Chat wieder schreiben. Also ich würde sagen, wir können mal jetzt den Rhythmus anschauen, weil der Vorteil bei den Songs von Wanda, die haben oft, die sind sehr für die Gitarre geschrieben eigentlich, also nicht wie wir letztens hatten, dass wir so ein Lied für Klavier dann auf der Gitarre spielen müssen. Aber das ist jetzt wirklich, das Hauptinstrument ist die Gitarre und sie verwenden auch relativ einfache Rhythmen. Also das ist eigentlich, der Rhythmus ist einer der bekanntesten Rhythmen, was der Grundrhythmus ist und das ist dieses runter, runter, rauf, rauf, runter. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt. Vielleicht könnt ihr ein 1 reinschreiben, wenn ihr das kennt, und ein 2, wenn ihr das noch nicht kennt. Okay, ich sehe, das ist noch nicht ganz bekannt. Das passt, also teilweise. Also das können wir, sollten wir, glaube ich, noch besprechen. Also, was da passiert, das ist ein Rhythmus, wo man nicht auf jeden Schlag runterspielt. Also es fängt eigentlich einfach an, weil man spielt auf die 1 spielt man runter, 1 und dann kommt auf 2 spielt man wieder runter, 2 und dann rauf und. Also machen wir mal bis dorthin, dann haben wir runter, runter, rauf, 3, 4 und wir haben runter, runter, rauf und das kann man eben mit dem Plektrum oder mit dem Finger spielen. Runter, rauf, 3, 4 und 1, 2 und 3, 4 und 1, 2 und 3, 4 und runter, runter, rauf, 3, 4 und 1, 2 und 3, 4. Das ist die erste Hälfte vom Rhythmus. Und dann seht ihr auf dem PDF, seht ihr das auch, ich werde das noch kurz einblenden, dann gibt es ein Bogen. Da gibt es einen Bogen, also wir haben jetzt, bis jetzt haben wir das gespielt, 1 und dann da 2 und. Und dann gibt es diese Bogen und das heißt, das wird zusammengenommen mit der nächsten. Also das hier ist auf der 3, also hier ist es 1, 2 und auf 3 klingt eigentlich der 2 und noch weiter. Also wir haben 1, 2 und 3, da klingt er noch weiter. Und dann kommt auf 3 und, da auf 3 und
spielen wir wieder rauf, also das ist hier auf und, und dann auf 4 spielen wir hier jetzt wieder runter. Also dann haben wir runter, runter, rauf, Pause, rauf, runter, 1, 2 und 3 und 4, also 1, 2 und 4. Also das wäre da der ganze Rhythmus. Ich würde sagen, wir spielen das ein paar Mal gemeinsam. Man kann entweder das, ja, man kann einfach das G-Dur nehmen oder so seine Hand auf der Gitarre legen. Ich nehme jetzt das G-Dur und dann probieren wir das ein paar Mal hintereinander. 3, 4 und runter, runter, rauf, rauf, runter und 1, 2 und 4 und 1, 2 und 4 und 1, 2 und 4. Und dieser Rhythmus ist oft, ist es das Schwierigste, dass man auf der 3 nicht runterspielt. Und da ist es sehr wichtig, dass man mit der rechten Hand immer in dem Rhythmus bleibt. Also wenn man jetzt nicht spielt, dass man da auch der Hand 1, 2, 3 und 4 und also auf den Schlag immer runter. 4 und 1, 2, 3, 4 und bei und immer rauf. Dass das eigentlich wie so ein Metronom immer, ja, immer hin und her geht. Und wenn man dann spielt, wenn man jetzt zum Beispiel zu viel spielt oder einmal zu wenig, dann ist das dann egal, weil man ist dann immer in dem Rhythmus drin. Und ja, ich hoffe, das ist klar mit dem Rhythmus. Ich würde sagen, wir spielen es noch einmal, also ein paar Mal hintereinander. 3, 4. Also wenn das jetzt noch nicht geht, ist natürlich auch kein Problem. Wenn du den Rhythmus noch nicht gekannt hast, das braucht immer eine Zeit, aber irgendwann macht das Klick und dann geht das einfach in alle Tempos eigentlich. Also wenn, ja, wenn das noch nicht geht, ist es kein Problem. Dann kannst du natürlich einfach die Akkorde einmal runterspielen oder zum Beispiel 1, 2 und 3, 4 und... Akkorden so spielt. Also das ist dann eine Zwischenlösung. Okay, da haben wir jetzt eigentlich schon mit dem Rhythmus und wir haben schon das ganze Sheet besprochen. Da würde ich gerne noch auf die, weil es, ich habe ein paar Mal noch so einen extra Rhythmus in also reingeschrieben und da vielleicht noch kurz darauf eingehen. Also nach dem Refrain. Nach dem Refrain kommt hier ein Takt, wo ein anderes Rhythmus steht. Und das könnt ihr jetzt nicht mehr so gut lesen. Also das ist da der Rhythmus. Und das wird mit dem H7 gespielt. Und da seht ihr, auf der 1 ist eine Achtelpause. Also man kommt eigentlich von dem Wo nichts steht, ist immer der gleiche Rhythmus. Und dann kommt da auf und 2 und 3 und 4 und spielen wir. Und das kann man alles, also man kann entweder runter raus spielen, aber alles runter, da kann man so ein bisschen, also das ist so der so ein Aufbau eigentlich. Und dann geht es in der Strophe und dann geht es wieder ein bisschen runter von der Dynamik. Also wenn man den Takt davor spielt, dann hat man E-Moll. 1, 2, 3. Dann. Und dann geht es halt wieder runter. Und da spielen wir 2 und 3 und 4 und 2 und 3 und 4 und vielleicht probieren wir das mal gemeinsam. 3, 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1. 2 und noch einmal 3, 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Und noch einmal. 1, 2, 3, 4. Also das ist der
Rhythmus. Und das, der gleiche Rhythmus kommt eigentlich hier noch zweimal nach der Bridge. Und das ist dann mit dem Day. Das Day haben wir noch nicht gespielt, das machen wir gleich. Für die, nein, das haben wir schon. Ich glaube, wir haben es nicht besprochen noch. Also das D kommt da dann mit dem gleichen Rhythmus. 1, 2, 3 und 4 und 1, 2, 3, 4 und D. Das Also das sind die einzigen zwei, also die einzige Änderungen im Rhythmus und sonst geht es immer geht's so weiter. Okay, also das D können wir vielleicht noch kurz ansprechen. Ich glaube, dass die meisten von euch das schon kennen, aber für diejenigen, die das noch nicht kennen, das D, da kommt der Mittelfinger im erst, also im zweiten Bund von der E-Seite, der Zeigefinger im zweiten Bund auf der G-Seite, auf der dritten Seite, der Ringfinger im dritten Bund auf der zweiten Seite, auf der H-Seite. Und das spielen wir von der D-Seite. Würde ich sagen, üben wir jetzt mal die einzelnen Teile noch. Also wir haben vorher schon das Intro und die Strophe gespielt. Und jetzt kommen wir zum Refrain, was dann G, H7, D und C ist. Und dann E-Moll, H7, D und dann C mit einem Stopp auf der 1. Also das, ich würde sagen, da fangen wir jetzt an. Also auf der dritte Zeile im Sheet, also vom Chorus oder Refrain. So fangen wir mit G an. 1, 2, 3, 4. Und jetzt der Rhythmus. Dann sind wir wieder in der Strophe jetzt. Okay, ich würde sagen, das machen wir nochmal. Das war jetzt viel auf einmal mit den verschiedenen Teilen. Also machen wir mit dem Refrain, spielen wir nochmal das Gleiche. 1, 2, 3, 4 und G. Jetzt einmal. Und 1, 2 und H7, einen neuen Rhythmus. Und dann gehen wir weiter in der Strophe. Einmal und H7. Letztes Mal einmal H7. Thank you.
wiederholen. Ja, das war jetzt ganz viel auf einmal. Ich hoffe, ihr seid mitgekommen. Ja, gibt es noch Fragen von eurer Seite? Weil ich glaube, das ist nur, also der Rhythmus ist ein wichtiger Punkt. Wenn der noch zu schwer ist, dann würde ich empfehlen, wirklich das einfach einzelne zu üben. Mit, ja, einfach mit Eingriff, damit das automatisch geht. Und dann, weil wir haben die letzten Male auch oft Lieder gehabt, die immer gleich sind, also wo man nur vier Griffe hat, die sich immer wiederholen. Und hier ist das ein bisschen anders. Hier haben wir ein ganzes Zettel mit immer kleinen Änderungen und da ist es auch, da braucht es einfach Zeit, bis man sich da auskennt. Und da hilft es einfach zu versuchen, oft mit YouTube mitzuspielen, auch das langsamer zu machen. Das kann man da auf YouTube mit dem Zahnrad machen, dass man sagt, man spielt das auf 75% vom Tempo zum Beispiel. Da kann man das ganz gut üben, dass man die richtige Reihenfolge sich merken kann. Ja, falls es keine Fragen mehr gibt, dann würde ich sagen, das spielen wir vielleicht noch einmal das Teil, was wir jetzt noch nicht gespielt haben. Das wäre da zum Schluss noch. Und ja, ich poste nochmal den Link rein für die Anmeldung für morgen. Da machen wir ein Lied von Harry Styles. Adore You heißt es, also es ist auch super, wenn ihr euch das schon mal anhören könnt, wenn ihr morgen dabei sein wollt. Und am Freitag haben wir um 15 Uhr für Anfänger, also wo wir wirklich ganz vom Anfang, das bereite ich gerade vor, dass man die lernt, wie die Saiten heißen, was man alles, wie man ein Plektrum haltet und wie man die Gitarre halten kann mit dem Daumen und ja, die Griffe, aber ich glaube, viele von euch, die jetzt da sind, die sind schon ein bisschen weiter, also das ist nicht so interessant. Und dann um 17 Uhr geht es weiter mit dem Special mit dem Coffee Shop Company. Die haben gerade ein neues Single rausgebracht und das ist ein super Lied. Das ist mit einem Gitarrenriff auch am Anfang. Wir haben, das ist so hat eher E-Gitarre dann, aber da ist auch viel dabei für die akustische Gitarre und auch wieder eine vereinfachte Version. Also das würde mich auch freuen, wenn ihr euch dort meldet. Und ja, falls es noch Fragen gibt, könnt ihr das jetzt noch gerne reinschreiben oder noch mitspielen. Ich zeige, oder beides natürlich, ich zeige mal kurz, wo wir jetzt starten. Das wäre hier unten. Also ich würde sagen, wir spielen hier, da kommt eigentlich die Zeile kommt einmal und da unten, das in der Wiederholung hier, das kommt dann, wird fünfmal wiederholt und die erste fünfmal spielt man hier das zehnte Mal und beim fünften Mal hat man einen Stopp und dann spielt man noch einmal das E-Moll als Schluss. Okay, also wir machen die, also hier fangen wir an bei der vorletzten Zeile. Passt. Okay, 1, 2, 3, 4. Ich hoffe, das war jetzt alle klar, für alle klar. Ich sehe, dass es eigentlich keine Fragen mehr gibt. Dann hoffe ich, dass ihr etwas mitnehmen konntet und hoffe ich, dass ihr morgen wieder dabei seid oder übermorgen natürlich oder nächste Woche wieder. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Üben und falls es noch Fragen gibt, könnt ihr auch jederzeit natürlich noch
schreiben. Ich sehe, es gibt noch eine Frage. Im dritten Takt der Strophe. Ah ja, das haben wir, ich glaube, du bist ein bisschen später gekommen, Monika. Das ist, ich zeige das noch schnell. Also hier, die zwei Takten werden hier wiederholt. Also dieses Prozentzeichen mit 2, das heißt, das ist das gleiche als die zwei Takte davor. Also statt, dass man dann nochmal das gleiche aufschreibt, ist es oft einfacher, wenn man dieses Zeichen verwendet. Ich hoffe, du hast das gemeint. Das sieht man ganz oft eigentlich, damit man besser die Übersicht bewahren kann. Und ja, und dann kommt eben, also die Strophe ist eigentlich E-mal H7, E-mal H7, dann wird es wiederholt, E-mal H7, E-mal H7 und dann nochmal H7. Okay, dann würde ich sagen, danke fürs Teilnehmen und bis bald. Tschüss.